Hallo und herzlich willkommen bei KIKO Cup, den Kinderkonzerten der Kammerakademie Potsdam. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte von einer Maus. Und da wir Musiker sind, darf die Musik dabei natürlich nicht fehlen. Wie so viele Geschichten beginnt auch diese mit Es war einmal. Es war einmal eine Maus, die hieß Mira. Mira wohnte in einem kleinen Mauseloch, mitten in einem wilden, verlassenen Garten. Dort hatte sie reichlich zu essen, ein gemütliches Mauseloch und gute Freunde. Unsere Maus hat auch eine eigene kleine Melodie. Obwohl sie alles zum Leben hatte, war Mira nicht zufrieden. Irgendetwas fehlte der Maus. Jedoch konnte sie gar nicht so genau sagen, was. In ihrem kleinen Mäuseherz fühlte sie eine große Sehnsucht. Sie beschloss, ihre Sachen zu packen und loszuziehen, um zu suchen, was ihr fehlte. Am nächsten Morgen stand sie sehr früh auf, verließ ihr Mauseloch und machte sich mit kleinen Mäuseschritten auf den Weg. Die Mäusemelodie klingt nun etwas anders. Sie ist länger geworden und man kann auch die Schritte der Maus hören. Achtet mal darauf, was Christina gleich auf der Geige spielt. Bei strahlendem Sonnenschein ging Mira am Waldrand entlang. Die Vögel zwitscherten auf den Bäumen. Auf einer Lichtung sah die Maus einen großen Vogel am Himmel. Bewundernd schaute sie dem Vogel zu, wie der hoch oben in der Luft schwebte und mit wenigen Flügelschlägen seine großen Kreise zog. Den Spaziergang der Maus wollen wir uns jetzt einmal anhören. Die kleinen Schritte der Maus spielt wieder die Geige und den Vogel, der über allem schwebt, den könnt ihr in der Flöte hören. Thank you.
einmal im Leben am Himmel schweben, das wünschte sich die Maus sehnlichst. Es war ihr größter Traum, so wie ein Vogel fliegen zu können. Und noch während sie sich das wünschte, geschah etwas Wunderliches. Die Maus wurde ein Vogel. Oder sagen wir mal, eine Vogelmaus. Und nun hört sich auch die Mäusemelodie wieder anders an. Es kommt eine neue Stimme dazu, in der ihr den Vogel hört, der fröhlich zwitschernd über allem kreist. Und was unsere Maus noch alles erlebt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Kiko Kapp.